Ja, das ist jetzt der Dr. Hartmut Müller, der neuerdings sogar das Raum- und Zeitmagazin leitet. Und dieser Mann rechts davon, links davon, das ist einer von der Akademie der Wissenschaft von St. Petersburg. Und die haben dieses Gerät da gebaut. Das ist eigentlich ganz einfach. Da ist einfach oben und unten eine Metallplatte in so einer Wellenform, also Bessel-Funktionsplatte, und außen ein Metallring rundherum und dazwischen eine Isolierschicht mit zwei Quarzen, Quarzpulvern, die da drin sind, die unterschiedliche Zusammensetzung haben, wobei das eine da von der Formel her eine Kieselgel-Struktur ist. Ja? Und was jetzt gemacht wird, ist einfach, dass diese beiden Platten in einem bestimmten Resonanzmaß abgestimmt sind. Die müssen genau abgestimmt sein, und zwar auf die Struktur der 81 nach dem natürlichen Logarithmus, der Potenzreihe von 3. Und wenn man das macht, schwingt dieses komische Teil da, ja, erzeugt eine stehende Welle auf der Oberresonanz der Materie. Und jetzt kann ich frei durch den ganzen Globus telefonieren mit dem Ding. Ohne Satellit und ohne Sendeanlage. Ja? Brauche ich nur noch da einen Strom anhängen, wo der die zwei Kabel dahin hängt. Ohne irgendetwas, ohne irgendwelche Anlagen kann ich da quer durch den ganzen Erdball und Globus telefonieren. Ja, ich kann sogar auf dem Mars telefonieren in Nullzeit, weil das ist ein Gravitationstelefon. Schaut übrigens dann in der Ausführung kleiner aus als dieses. Das ist nur mehr so groß, weil das muss ja nicht so groß sein. Es muss ja nur die Resonanz stimmen. Das ist das kleinste Teil. Da brauche ich jetzt nur noch einen Hörer und ein Mikrofon anschließen. Und der andere hat dasselbe auch mit einem Hörer und einem Mikrofon. Und der eine sitzt in Bad Tölz und der andere in St. Petersburg und die können miteinander telefonieren. Ich kann mitten im Berg stehen, ich kann 100 Kilometer unter der Erde irgendwo in irgendeinem Bunker drinnen sein, ich kann meinetwegen 10 Kilometer Wassersäule über mir haben mit einem U-Boot herumfahren, störungsfrei. Jederzeit vollkommen störungsfrei. Wenn zwei oder drei zusätzlich telefonieren, dann hören die das mit. Ja, also was macht man? Man macht eine Frequenzteilung auf der Dreierpotenzreihe, indem man die Frequenzteilungsteile halt nach diesem Logarithmus praktisch feiner teilt. Und dann habe ich Frequenzbänder, die aber trotzdem durchgängig sind. Sind die Gespräche auch getrennt. So, die Frage ist jetzt, wer wird das erste Telefon auf den Markt bringen? Weil das bringt den Telekommunikationssektor zum Einsturz. Da kracht es aber so gewaltig im Gebälk dann. Und die werden frühzeitig auf die Notbremse steigen, so viel ist sicher. Bitte? Das geht doch gar nicht. Es ist übrigens ein Gespräch zwischen Deutschland und Australien schon gemacht worden. Die Russen wissen das schon seit 10 Jahren. Über 10 Jahre haben die das schon. Aber sie haben es nicht freigegeben. Erst jetzt haben sie es freigegeben. Und sie werden ihre Gründe haben, warum sie das jetzt getan haben. Da kann man sicher sein. So, ein Freund von mir, der Carsten Waloschke, hat eine Firma an der Angel, die das bauen will, das Telefon. Und mal schauen, wie weit er da kommt. Wer baut das Telefon? Ja, um das geht es jetzt. Und ja, welche Widerstände werden entstehen, wenn das eingeführt wird? Ja. Das ist richtig. Das wäre super. Ja. Für das Telefon würde die Energie stimmen. Das ist ein Bio-Handy, das ist strahlungsfrei. Ich meine, es ist nicht strahlungsfrei in dem Sinn, dass keine Strahlung mehr vorhanden ist. Es ist aber im Grunde genommen kein dissonantes System, weil es auf die Frequenzmodulation der Materie aufmoduliert ist. Das heißt, das ist das strahlungsfreiste Telefon, das es überhaupt jemals in der Geschichte der Menschheit gegeben hat. Und der Vorbote für etwas anderes, die sogenannte telepathische Kommunikation der Zukunft, die resonanzmäßig dann individuell auf dein eigenes Muster abgestimmt ist und dann brauchst du das überhaupt nicht mehr. Du kannst mit dem auch Daten übertragen. Da brauche ich keine Glasfaserkabel mehr und nichts mehr. Überhaupt diese ganze Technologie ist überhaupt nur die Vorbereitung für das, was nachher ohne, was nachher ohne dem kommt. Ja. Also, wie soll das dann funktionieren mit der Telepathie? Ja, die Telepathie ist einfach nur, dass die Eigenresonanzschwingungen der eigenen merkabischen Struktur, die wir in der Zirbeldrüse und in der Hypophyse haben, aufeinander abgestimmt werden über Primzahlenfaktoren. Und wenn es richtig abgestimmt ist über Primzahlenfaktoren, können nur die zwei oder diese 5 Leute oder 10 Leute miteinander kommunizieren. Die Aborigines können das ja heute noch. Ja, die können das noch heute, ja. Die Aborigines haben das immer schon so gemacht. Die tun nicht einfach nur Gefühle übermitteln, sondern die tun wirklich, die machen einen Informationsaustausch, wenn die miteinander telepathisch kommunizieren. Wie wir da gekommen sind, die ersten Telefonzellen aufgestellt haben in Australien, haben die gedacht, was sind denn das für? Was machen denn die da? Wir haben gedacht, wir sind ein bisschen zurückgeblieben. Was wir an dem Punkt auch sind. Übrigens, wer das nachlesen will, dem sei empfohlen, das Sonderband Raum und Zeitfreie Energie Global Scaling. Das ist der Sonderband, wo alles genau aufgeschlüsselt ist. Beziehungsweise die damals aktuelle Zeitschrift, das war, ich weiß nicht welche Nummer, das war Telekommunikation ohne Elektrosmog, hat das auf jeden Fall geheißen. Und
Die Theorien, die da drinnen dargelegt werden, fußen auf dem sogenannten Konzept der 81 stabilen Elemente von Peter Plichter, der das Buch auch geschrieben hat. Und ich habe im 95er Jahr dieses Rad da veröffentlicht, das ist so ein buntes Farbenrad, das eigentlich die Materiestruktur der 81 Elemente anders kodiert darstellt, einfach nur. Und es ist eine Neustrukturierung des Periodensystems der chemischen Elemente auf der Basis von 81 stabilen Strukturen. Und damals habe ich postuliert, dass es nur 243 stabile Isotope erster Ordnung geben kann und dann 729 zweiter und ungefähr 2100 dritter Ordnung, weil dann ist der Bogen vollkommen ausgeschöpft. Und jetzt taucht es dann wieder auf. In der neuesten Ausgabe ist es offensichtlich da abgekupfert worden von dem Artikel, dass jetzt kommen es halt rückwärts raus. Ja, es gibt nur 243 Elemente, Isotope und so, also Isotope erster Ordnung, und es kommt halt jetzt halt langsam ans Tageslicht. Ja, also das hängt mit dem zusammen, weil die Struktur der Materie Grundvoraussetzung für die Übermittlung der Gravitationswelle ist. Das eine bedingt ja das andere praktisch. Ne? Und die haben das Telefon entwickelt und ich habe das Chemierad entwickelt. Und das Chemierad muss man nur noch geometrisch ausformulieren in die moderne Orbitaltheorie. Und da sieht man auch, dass die ganzen Orbitale S, D, B und F, wie sie in der Quantenmechanik auch vorhanden sind, dann sich in dem 81er Strukturrad sehr schön zeigen. Und das ist auch als Kornkreis erschienen, und zwar im Jahr 2001. Und zwar sind da drei Kornkreise dazu erschienen, die es genau zeigen. Also dann ist das die Form von dem Gerät aus der Schweiz. Das da? Die zwei Dreiecke. Ja, natürlich. Ja. Logisch. Nur ich bin ja da in die sozusagen Feinfraktalstrukturierung der 81 Elemente eingestiegen. Ja. Wo von Peter Plichter? Das Primzahlenkreuz. Oder Gottes geheime Formel heißt das eine. Ja. Gottes geheime Formel. Stimmt, ja, über sich selber und so. Aber das Letzte, was gekommen ist, da hat der Verleger das anscheinend alles rausgelassen, wo es dann nur um die Dinge wirklich. Da ist nur noch die Mathematik drinnen. Ja. Das ist der dritte Teil. Es gibt drei Teile. Erster, zweiter und dritter Teil im Quadropol Verlag erschienen. Das ist der Felix Würth, der andere Versuche macht, die zwar ganz interessant sind, aber naja, wenn wir schauen, wohin das Ganze bei ihm führt. Der macht sogenannte Exzenter, das sind so Schwungscheiben-Exzenter, wo sich Räder drehen, die beschleunigt werden und die dann in einer bestimmten Weise gebremst werden, und über diese Bremsung wird die Energie auf eine Kernachse übertragen, die dann nach der Bremsung ausgekuppelt wird. Und er und andere Leute wie der Georg Künstler behaupten halt, dass dabei mehr Energie verfügbar gemacht werden kann, als das sozusagen hineingesteckt wird. Das kann bis zu einem gewissen Grad stimmen, wenn man berücksichtigt, dass eine Kompression der Materie irgendwo an irgendeinem Punkt stattfindet, aber ist sicher in dieser Form so nicht verfügbar zu machen, wenn man die Materie sozusagen Expansion nachher nicht auch noch irgendwie mechanisch in das Ganze integriert. Also das ist für mich noch nicht ausgereift, wird aber vielleicht später mal zu einem späteren Zeitpunkt die interessanteste Technologie werden, glaube ich persönlich. Wenn man Schwerkraftexzenter dann für die freie Energiegewinnung hereinzieht, weil das praktisch die längsten Wellenformen praktisch verfügbar macht, die es überhaupt gibt im Universum. Und, aber das ist sicher noch Zukunftsmusik. Auf jeden Fall gibt es eine Reihe von Kornkreisen, die so ausschauen, die mit dem was zu tun haben. Ja? Das sind die sogenannten Rädern in den Rädern in den Rädern. Ja? Wir haben ja diesen Wankelmotor, kennt vielleicht der eine oder andere, ja? Und der Wankelmotor ist insoweit ein Konstrukt, das noch nicht abgeschlossen ist, dass ich innerhalb dieses Zylinders noch ein weiterer Zylinder bewegen muss, und zwar genau gegenverkehrt. Und dass diese Kompressions- und Dekompressionsverfahren ineinander in die Kammern übereinandergreifend wirken. Weil im inneren Zylinder kann ich praktisch, und zwar muss dann mit einem Medium gearbeitet werden, da ist ja kein Medium noch drinnen, aber wenn ich mit einem Medium arbeite, kann ich mit dem inneren Zylinder Kompressionen erzeugen, deren Wärme in den äußeren Zylinderbereich hinausgedrückt werden und dann dort praktisch Expansionen erzeugen. Und in der Zwischenzeit kann der innere Zylinder wieder dekomprimieren und dann den Druck ablassen, und dadurch habe ich über gegenläufig rotierendes System praktisch die Möglichkeit, dasselbe Spiel wie auf der Wärmepumpe nur wesentlich schneller praktisch umzusetzen. Das geht in die Richtung da. Das wird aber noch eine Zeit lang dauern, bis das dann kommt. Aber wenn das einmal begriffen worden ist, da werden ungeheure Energiemengen dann konvertiert. Und da muss ich dann schon echt davor warnen, das kann dann sehr schnell unkontrolliert werden.
in die Richtung, dass dann einfach so große Energiemengen ausgekoppelt werden, dass dann einfach irgendwelche Leute meinen, das ist jetzt ein Selbstbedienungsladen. Ich kann jetzt da so viel Energie rausholen, wie ich möchte. Und über diese Exzenter wird das dann in eine große Leistungsdimension gebracht. Das ist übrigens ein anderer Versuch, den der Georg Künstler macht, der auch solche Gravitationsexzenterversuche macht. Nur auf der mechanischen Ebene, wo die jetzt momentan angekommen sind, wird es noch nicht funktionieren. Also da müssen schon noch andere Komponenten dazukommen. Aber ich bin halt der Meinung, man müsste das alles einmal kurz schließen, die Leute an den Tisch rufen und sagen, okay, so jetzt könnt ihr mal durchatmen und tut mal nachdenken und dann reden wir mal über alles Mögliche, über Verantwortung und dann wird, glaube ich, auch das Geld kein Problem sein und dann werden wir mal schauen, wie sich das entwickelt. Ich habe drei interessante Versuche mitgebracht, die als Anregung mit zum Nachhausenehmen sind. Und die sollen ein bisschen anregen, wie kommen wir zur freien Energie. Der unterste Versuch, ich werde das dieser Film, das läuft gleich, ist eine Magnetschiene. Die schaut eigentlich nur so aus, dass zwei Magnetbahnen auf einer schiefen Ebene nach oben gehen. Und zwar nicht so gerad, sondern ein bisschen angewinkelt. Ja, also so. Ja, das sind die schwarzen Bahnen da. Ja? Das sind Magneten drinnen einfach. Und diese Magneten gehen so zusammen, so dass der maximale Anziehungspunkt vorne liegt, wo die bei der Spitze zusammenkommen. Dazwischen ist eine Schiene zu sehen, wo man eine Kugel auflegen kann, dass die auf der Schiene rollt. So, diese Kugel rollt jetzt durch die Anziehungskraft dieser beiden Magneten von unten nach oben. Ja? Und der Trick ist, dass die Magneten etwas weiter nach vorne gezogen sind gegenüber dieser Bahn. Die Bahn reißt vorher ab. Mit der Konsequenz, dass plötzlich die Schwerkraft zu wirken beginnt und die Kugel vorne durch die Schwerkraft angezogen wird und oben runterfällt. Ja? So, das schauen wir uns jetzt einmal an. Ja? Noch einmal. So, das muss man jetzt kaskadieren. Und immer höher raufziehen und dann kann man die Kugel wieder runterfallen lassen. Ne? Dann rollt sie zum Ausgangspunkt zurück und fängt wieder von vorne an. Ja? Es wird hier Gefälle gewonnen, ja? Ohne dass Arbeit geleistet wird. Ja? Und ich brauche jetzt das nur aufkaskadieren, immer höher rauf, ja? Und dann oben lasse ich die Kugel runterfallen und dann über eine Bahn lasse ich es zurück zum Ausgangspunkt laufen und dann steigt die wieder treppenförmig nach oben. Von selber. Bis der Magnet irgendwann einmal verbraucht ist, was ewig lang dauert. Bitte? Ja, das wäre ein interessantes Gizmo. Bitte? Das wäre mal ein interessantes Gizmo, das einmal auf den Markt zu bringen, um eine Bewusstseinsveränderung zu bewirken, dass etwas von selber laufen kann. Es gibt da schon ein paar Probleme zum Lösen. Eins der Probleme ist, dass die Phase seitlich verschoben wird durch die ständigen Geschwindigkeitsveränderungen und die Kugel dann nach dem fünften Mal laufen unter Umständen aus der Bahn hüpft. Weil der Phasensprung in eine andere Bahn bewerkstelligt wird. Also man muss sich mit den Bahnen dann entsprechend noch auseinandersetzen, aber das Problem ist durchaus lösbar. Soll einmal als Denkanstoß dienen, dass sowas machbar ist. Ja? Das ist einmal der erste Versuch zum Thema freie Energie.